Ich habe mal gehört, da gibt es halt Leute, die so 150 Kilometer fahren. Ich habe mir gedacht, boah. Mittlerweile habe ich schon Rennen hinter mir, wie den Glocknermain, das waren 1010 Kilometer, oder das Race Around Slovenia mit 1150 Kilometer. Wie kann ich diese Distanz ohne Unterbrechung zurücklegen? Wie kann ich die klimatischen Bedingungen bestehen? Wie kann ich so lange ohne Schlaf auskommen? Es gibt ein paar so Momente, wenn man zum Beispiel durch die Nacht fährt und es ist sternenklar, die haben vergessen lassen, wie viel man trainiert, wie viel man investieren muss, auf wie viel man verzichten muss. Man fühlt zwar die Müdigkeit und die Anstrengung des Wettkampfes, ist aber mit sich und seinen Gedanken absolut alleine. Ich habe noch überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich am Limit bin. Angst gibt es überhaupt nicht. Man braucht einfach Mut. Nur so kann man das Ziel erreichen.